Weidetierhalter, die ohnehin schon wegen immer ausufernder werdenden Gesetzgebungen als die Verlierer der EU-Agrarpolitik gelten, sehen sich zunehmend mit einer weiteren, diesmal noch stärker ihre Existenz bedrohenden Gefahr konfrontiert, der dynamischen, brisanten Wiederausbreitung der unter strengem Naturschutz stehenden Wölfe, die sich nicht, wie gerne propagiert, auf das Jagen von Wild beschränken, sondern die in Herden einfallen und Schafe, Rinder und Pferde töten. Empfohlene Schutzmaßnahmen wie höhere Elektrozäune mit Flatterbändern, Herdenschutzhunden oder sogar Eseln zeigen nur kurzzeitig Erfolg, weil Wölfe lernen, sie zu überwinden. Die Risse von Nutztieren nehmen im Gegenteil alarmierend zu. Wenn man sich unsere Verhältnisse anschaut, dass versucht wird, mit mobilen Herdenschutzkommandos den Wolf in den Griff zu kriegen, eine Illusion. Eine absolute Illusion, das mag punktuell funktionieren, aber nicht in der Breite der Weidehaltung. Denken Sie an Thüringen, Mecklenburg oder die Verhältnisse im Harz mit vielen freilebenden Rinderherden. Völlig undenkbar. Aus wirtschaftlicher, finanzieller, naturschutzfachlicher Sicht ist die Weidewirtschaft absolut nicht in der Lage, dagegen zu halten und ihre Herden in einer wolfsicheren Gehegehaltung unterzubringen. Undenkbar. Ja, das sind Illusionen, die vorgegaukelt werden. Und somit bilden sich in der Bevölkerung Legenden, Mythen, Sagen um den Wolf. Das greifen Politiker auf, das führt zu falscher Führung in diesen maßgeblichen Gremien, sodass also leider nach wie vor die Wolfsproblematik ein wichtiges Konfrontationsfeld ist. Aber die Lösung muss gefunden werden. Wir machen einen Vorschlag. Wir haben ein Papier, eine Proklamation dazu verfasst, wo alle wichtigen Punkte in Kürze aufgeführt sind. Das sind anderthalb Seiten, die jeder Politiker auch lesen kann, umsetzen kann. Und wir aus dieser gegenwärtigen Misere einfach einen Ausweg brauchen. In der sächsischen Oberlausitz attackierten Wölfe in drei aufeinanderfolgenden Nächten Schafe. In der ersten Nacht zum Dienstag, 4. Oktober, überwanden die Wölfe einen 1,40 Meter hohen Schutzzaun und rissen drei Schafe, wie das Kontaktbüro Lausitz bestätigte. In den beiden folgenden Nächten griffen die Tiere zwei Herden in der Nähe von Kunnewitz an. 29 Schafe starben. Auch diesmal sollen die Wölfe den Schutzzaun, der als sicher propagiert wird, übersprungen haben. Entschädigungen seitens staatlicher Stellen werde nur unzureichend gezahlt. Wenn überhaupt, dann erst nach langwierigen, für die Weidetierhalter zermürbend schleppend durchgeführten Prüfungskriterien, Stichwort DNA-Analyse. Dabei sorgen Weidetierhalter in hohem Maße mit ihren Schafen, Rindern und Pferden für den ökologisch erstrangigen Erhalt einer gesunden, ausgewogenen Landschaft, die von der Gesellschaft zwar stets gewollt und gefordert, von der Regierung allerdings nur unzureichend gefördert wird. Haben unter diesem Gesichtspunkt Wölfe als besondere Art das Recht, sich unreglementiert in über Jahrhunderte durch Weidetierhaltung erschaffenen wertvollen Kulturlandschaften auszubreiten, sich Nutztierweiden oder dicht besiedelten Gebieten mit Menschen und Haustieren wie auch Hunden und Katzen überhaupt zu nähern? Weidetierhalter schütteln den Kopf. Auf keinen Fall in der jetzigen Form. Wenn nicht sofort wirksam und ernsthaft eingeschritten wird, sind unser Kulturgut und unsere Existenz vernichtet. Die 120-minütige Filmdokumentation Weidetierhaltung geliebt, gewollt, geopfert vermittelt in beeindruckenden Bildern den Nutzen der Weidetierhaltung, nimmt sich aber vor allem der aktuellen Probleme an, die mit dem Thema Wiederbesiedlung und Ausbreitung von Wölfen einhergehen, nicht ohne Lösungen anzubieten. Wir brauchen keine 1000 Wölfe in Deutschland, um genetischen Austausch zu realisieren. Ja, das ist eine völlige Fehlinformation, die immer wieder aufgegriffen wird, um
den Wolf hoffähig zu machen und mit falschen Argumenten an den Sachverhalten vorbeizureden. Das ist vom wissenschaftlichen Standpunkt also nicht zu dulden. Wir brauchen einen sogenannten mobilen Biotopverbund und das wird am besten mit durch die Wanderschäferei aufrechterhalten. Und deshalb müssen wir uns auch intensiv um die Schäfer kümmern, die bereit sind, diese Form der Landnutzung noch zu betreiben. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht in dem Sinne, wenn wir diesen Konflikt haben, Wildnis und Wolf, hier Artenschutz und hier Landschaftspflege oder artenreicher Lebensraum auf der anderen Seite, dass man den einen Part mehr unterstützt als den anderen Part, sondern dass man ganz klar hier auch die Landwirte, die diese oder Schäfer, die diese Weidetierhaltung betreiben und die vielleicht jetzt durch den Wolf gefährdet sind, dass man die entsprechend unterstützt oder ausgleicht, sprich nicht nur einen Teil der Unkosten übernimmt, wenn ein Wolfsschaden entsteht, sondern die Gesamtkosten übernimmt, auch vor allen Dingen zum Schutz vor den Wölfen. Betroffene, auch aus unserem Nachbarland Frankreich, berichten von ihren Erfahrungen. Wissenschaftler erläutern Hintergründe und Zusammenhänge. Man ist dabei, eine natürliche Tierhaltung durch eine industrielle zu ersetzen, sowohl beim Wolf als auch bei den Nutztieren. Und der Wolf, der ein ökologischer Vorwand ist, in Wirklichkeit wird uns das zu einer eindeutig industriellen Tierhaltung führen. Mit dieser Wolfproblematik, die hier ja auch im Mittelpunkt steht, ist so ein typischer Naturschutzkonflikt auch angesprochen. Der reine Artenschutz, wie wir das hier im Falle des Wolfes sehen, der Wolf eigentlich nicht mit irgendeiner Funktion, Lebensräume zu erhalten oder wichtig, um eine bestimmte Landschaft zu kreieren, sondern wo es einfach um Sympathieträger geht, ein Tier wie den Panda-Bär. Und eigentlich das, was Weidehaltung oder auch die Schäfer kreieren, nämlich eine Landschaft, in der wir uns gerne aufhalten, beziehungsweise Lebensräume, die artenreich sind und die gleichzeitig bestimmte Funktionen haben, die weit über das, was die Weidehaltung angeht, hinausgeht. Zum Beispiel, dass durch diesen großen Artenreichtum dieser Flächen, den Blühreichtum dieser Flächen, auch andere Lebewesen unterstützt werden, wie die Bestäuber, die unter anderem wichtig sind für die Bestäubung unserer Kulturpflanzen, sprich Obstbäume oder Ähnliches. Und ohne diese Lebensräume, diese Bestäuber auch nicht mehr in dieser Landschaft leben können oder vielleicht genügend Futter finden, um überleben zu können. Wenn wir Grünland haben, also Wiesen und Weiden, dann ist das nicht nur für den Landwirt oder für den Schäfer gut, sondern es ist auch für die Gesellschaft gut. Denn dieses Grünland sorgt für gesellschaftliche Leistungen. Das ist zum einen die Aufnahme von Kohlendioxid in den Boden und Speicherung da, also Gegenwirkung des Treibhauseffekts. Das ist aber auch zum Beispiel Wasserspeicherung, bessere Aufnahme von Wasser in den Boden, damit bessere Grundwasserbereitstellung. Und da haben wir natürlich alle was von, die wir dieses Wasser dann nutzen wollen, als Trinkwasser zum Beispiel. Von daher ist es wichtig, dass das Grünland erhalten bleibt, gerade dieses alte, permanente Dauergrünland. Und das kann am besten erhalten bleiben, wenn man es bewirtschaftet, wenn man das Schafe drauf hat zum Beispiel und damit das Grünland pflegt. Wir betreuen den längsten Landschaftspflegeversuch in Deutschland, was Grünland oder auch Magerrasen angeht, in Baden-Württemberg, der 1975 etabliert wurde. Und dort gibt es auch Parzellen, in denen keine Nutzung stattfindet. Und ein Großteil dieser Parzellen ist inzwischen zu Wald geworden. Und das ist eigentlich eher das Typische, weil im Prinzip diese Flächen, diese Heideflächen oder Magerrasen, die jetzt durch Beweidung entstanden sind, ursprünglich Waldstandorte waren oder potenziell geeignete Waldstandorte sind und nur durch diese Beweidung offen gehalten und auch entsprechend artenreich sind. Ja? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese extensive Weidehaltung in unserer Landschaft aufrechterhalten. Und zwar auch in einer bestimmten Intensität
und auch in einer bestimmten Form und nicht nur, dass ein Zaun drumherum gemacht wird und dann bleiben die Tiere drin, sondern es geht auch darum, dass sich diese Tierherden bewegen dürfen oder wandern dürfen, um Lebensräume zu verbinden. Wir brauchen einen sogenannten mobilen Biotopverbund und das wird am besten mit durch die Wanderschäferei aufrechterhalten und deshalb müssen wir uns auch intensiv um die Schäfer kümmern, die bereit sind, diese Form der Landnutzung noch zu betreiben. Fazit: Die romantisch verklärten Bilder vom scheuen Waldbewohner, der nur jagt, um satt zu werden, und der Menschen und ihre Behausungen meidet, wie sie von Naturschützern gerne gemalt werden, gehen erschreckend an der Realität vorbei. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Schon jetzt gibt es in Deutschland wieder mehr als 500 Wölfe, Tendenz rasant steigend. Wir haben eine Situation, die wir als Wissenschaftler, als Populationsökologen in Szenarien klar definieren können, wenn man von der Reproduktionsrate, Mortalität und so weiter ausgeht. Bei einer geringen Reproduktionsrate von 30% haben wir, wenn kein Tier entnommen wird, im Jahre 2021 1000 Wölfe in Deutschland, 2025 2000 Wölfe. Das sind Szenarien, die natürlich alle Alarmglocken klingen lassen. Ein Horrorszenario, über das sich offensichtlich niemand der politisch Verantwortlichen im Klaren zu sein scheint, sonst würde rascher gehandelt. Weidetierhalter als Hüter ihrer Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde sind diesen Tieren meist auch emotional verbunden. Weidetiere brauchen Fürsorge, Pflege, kundige Behandlung und Betreuung durch ihre Besitzer. Trauer und Wut, die sich bei allen Weidetierhaltern einstellen, wenn diese Tiere von Wölfen schwer verletzt oder gerissen werden, lassen sich nicht wegdiskutieren, auch wenn versucht wird, die Diskussion zu unterdrücken. Wer mit 18 Jahren würde sich das noch antun, zu sagen, ich gehe in die Ausbildung zum Schäfer und weiß gar nicht, ob ich nächsten Tag noch was habe, weil der Wolf es gefressen hat? Das ist der pure Irrsinn. Und für die Natur ist der Wolf, glaube ich, auch eigentlich nur ein Risiko. Weil wir haben eine funktionierende Natur in Deutschland. Wir haben die höchsten Umweltstandards und die höchsten Naturschutzauflagen in ganz Europa. Und dann brauchen wir den Wolf nicht noch. Weil der rottet das aus, was wir die letzten 40 Jahre uns hier aufgebaut haben. An Natur. Und immer mehr Natur. Der ist einfach überflüssig in meinen Augen. Wie sehen Sie die Zukunft? Ich sehne mich nach der Rente. Wie alt sind Sie denn? 53 Jahre alt und ich sehne mich danach aufzuhören. Ich sage nur das, ich sehne mich aufzuhören. Ich sagte es gestern Abend meinem Kollegen, wegen dem Problem mit den Wölfen habe ich Eile aufzuhören, obwohl mir mein Beruf gefällt. Ich habe eine selektionierte Herde, das gefällt mir. Ich liebe meine Schafe und alles, aber diese Situation macht mich krank, das ist zu viel. Was passiert nach Ihnen, wenn Sie aufhören? Ich weiß es nicht. Einige werden weitermachen wollen, aber viele werden aufhören. Es hat schon solche, die aufhören. Und die Jungen, die die Höfe übernehmen, mit all den Schwierigkeiten, ist das die Mühe wert? Kein anderes Land in Europa hat es geschafft, mit Wölfen zu leben und ihre ungehemmte Vermehrung zuzulassen, ohne sie zu bejagen. Löst man das Problem also besser so, wie es Dr. Laurent Gard bereits empfohlen hat, nachdem in Frankreich alles versucht wurde? Es muss eine veritable Regulation des Wolfes stattfinden, wie in den meisten Ländern Europas. Wie in Spanien, in Schweden etc. Die Wölfe schießen trotz den europäischen Reglementierungen. Wie Norwegen, wie die Schweiz, wie die USA, in der Hoffnung, aus dem Wolf wieder ein wildes Tier zu machen. In der Hoffnung, dass es nicht zu spät ist. In der Hoffnung, dass wir wieder die Oberhand gewinnen. In der Hoffnung, Art und Weisen wiederzufinden, die Tierhaltung zu schützen mit Wölfen, die sich nicht annähern. Mein Aufruf ist ganz einfach der an die Bevölkerung, ob sie lieber den Schafen bei der Arbeit zugucken möchten oder den Wölfen. Das entscheiden sie mit. Beides. Friedlich nebeneinander, das wird es nicht geben.